Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge SK Fishing. Ich und der Marco sind heute mal wieder vom Bellyboot unterwegs. Das haben wir uns irgendwie, ja, eine der geilsten Sachen, die man beim Angeln machen kann. Und jetzt gucken wir mal, ob vielleicht Hecht und Barsch gehen. Ich werde heute ja fast nur mit meinen eigenen Ködern angeln, um euch auch zu zeigen, dass die Dinger fangen. Und dann holen wir was raus, ja? Ja. Sehr gut. Viel Spaß bei der Folge. Die ersten Stunden ging leider überhaupt nichts. Wir haben versucht, immer unterschiedlich zu angeln. Das heißt, Tamara hat ein bisschen größer geangelt. Ich habe ein bisschen kleiner geangelt oder andersrum. Ich habe greller geangelt, sie eher natürlich, um vielleicht herauszufinden, was die Hechte an dem Tag lieber mögen. Es ging wirklich nichts, bis wirklich eine richtige Fressphase eingesetzt hat, so wie man sie es eigentlich auch wünscht und immer hofft. Wir hatten wirklich sehr viel Trubel auf dem Wasser, es waren sehr viele Badegäste, es war wirklich sehr warm. Eine Kirche war noch am See, also wirklich verrückt, es war sehr viel los, und aber dafür haben wir gegen Ende noch sehr gut gefangen. Jawohl, Tamara hat der erste. Ein ganz kleiner, aber immerhin der erste. Rute hoch. Runterlassen. Ja. Und drüber ziehen. Genau, jawollo. Petri. Danke. Na also, es ging hier in der Mittagssonne doch noch einer. Der erste wohlgemerkt. Schön, so kann es weitergehen. Ja. Ich weiß nicht, was mit der Frau heute los ist, aber 2 Minuten später, also for real 2 Minuten später, der nächste Hecht. Jawohl. Und diesmal ein bisschen besser. Petri. Wir haben hier aber extrem große Probleme, die Köderführung zu machen, weil das See extrem verkrautet ist. Wir suchen jetzt wirklich hier unter Wasser die Krautkanten, wo wir schön unseren Köder langziehen können. Weil das Kraut, das steht hier wirklich teilweise 5, 6 Meter hoch. Das ist echt der Hammer. Ich zeige euch das Ganze mal. So, und da habe ich den Hecht Nummer 3 für heute. Es läuft gerade richtig gut. Und ich hoffe, bei dir kommt bald auch noch einer. Ja, ich fange auch ein. Ich muss ja immer keschern. Thank you.
So, da haben wir jetzt Hecht Nummer 4 und der ist eindeutig unmassig, den lasse ich jetzt auch gleich wieder schwimmen. So, und da ist Hecht Nummer 5. Also Freunde, ich falle gerade ein bisschen vom Glauben ab. Sie hat Hecht Nummer 5 und ich noch keinen einzigen Biss. Und jetzt kommt mir nicht, das liegt an der Köder. Krass, Petri. Danke. Fisch Nummer 5 und ich nicht mal ein Biss. Aber gestern waren wir auf dem Wasser. Da war es genau andersrum. Die Seen habt ihr leider nie gesehen und werdet ihr auch nicht sehen, natürlich nicht. Aber jetzt richtig schöner, Petri. Danke. So, was ist denn dein Plan jetzt, dass du an den Fisch kommst? Also mein Plan ist jetzt einfach, ich habe einen anderen Köder drauf gemacht, weil da, wo du die 5 Hechte gefangen hast, war einfach ein Ticken größer, ein bisschen aggressiver von der Farbe her. Das werde ich jetzt auch versuchen. Und dann hoffe ich, dass ich da auch noch zu meinem Fisch komme heute. Ich weiß nicht, was los ist. Es war vorhin wirklich nur das Eck da hinten, wo Tamara alle Hechte gefangen hat, bis jetzt sonst tote Hose. Aber macht Spaß, wie immer. Krieg mal hin. Krieg mal hin. So. Guck mal, ob wir auch noch einen rauskriegen. Der wohl nicht wahr sein hier. Irgendwo müssen sie ja stehen. Extrem viel Kraut im Wasser. Wirklich extrem viel Kraut. Sieht man vielleicht so gar nicht. Aber knapp unter der Wasserunterfläche ist alles voll. Das man nur erleben darf. Dass die 5 Fische fängt und ich noch nicht mal einen Biss habe. Das ist echt schon krass. Aber freue mich natürlich für sie. Da vorne in dem Bereich ist so flach, da bleibt nichts anderes übrig, außer den Köder wirklich nur einzuleiern. Knapp unter der Wasseroberfläche. Zu hoffen, dass da vielleicht ein Hecht aus dem Kraut schießt. Wir sind dann doch gegen Nachmittags nochmal heimgefahren. Weil einfach das mit den Badegästen und so ein bisschen zu viel wurde und die Hechte auch nicht mehr so Bock hatten. Sind dann aber, ja, kurz vor der Dämmerung nochmal los. Alter, aber irgendwas ganz Kleines. Alter, guck mal, wie spitz gehakt. Jetzt hier hinten im Eck nochmal ein ganz, ganz kleiner eingestiegen. Ach, verspricht schon mal viel, die Fische sind noch aktiv. Und jetzt beginnt vielleicht auch die abendliche Fressphase und hat er sich auch schon selber enttakt. Aber der Kleine, umso besser. Aber der erste für mich. So, die Stimmung an der Abend ist jetzt ja recht entspannt. Bis auf den einen kleinen Hecht von mir vorher. Haben wir jetzt keine Aktion gehabt. Es sind auch noch recht viele Badegäste da. Das heißt, wir können vorher nicht im flachen Bereich. Da stehen die Hechte immer auch gar nicht drin. Aber jetzt schauen wir mal. Ja? Dass ich auch noch meine Hechte fange. Ja. Geschneidert habe ich mich ja schon. Aber noch nicht so das Wahre. Ne?
Aber Fisch ist immer schön, egal wie groß. Hi Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier könnt ihr die nächsten zwei Videos anschauen oder gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.